Flammenschwert. Ich sehe doch da zwei Schatten. So. Ja, Flammenschwert. das weiß ich. Au. Verbrenn lieber. Vor allem, hier hätte ich noch was anschauen können. Boah, ich kann hier speichern. Jawohl, das mache ich auch. Gott sei Dank. Was für ein Akt. Ich hoffe, es wird nicht doch so hässlich, dass ich gar nicht mehr vorankomme. Junge, Junge, Junge. Ja, dann lad mal schneller. Oh, ich sehe es kommen. Ich wollte gerade sagen, endlich haben wir es geschafft, aber das ist ja nur Speisezimmer. In den Tiefen des finsteren Waldes ist mir Schlimmeres als die Hölle begegnet. Ich hatte eine Vision meines künftigen Schicksals. Mir begegnet selten jemand meinesgleichen, vor allem jemand, der so jung und töricht ist wie du. Nichtsdestotrotz, trink, nimm einen tiefen Schluck und genieße deine Gabe. Gabe? Forado hielt den Fluch, der auf mir liegt, für einen Segen. Er glaubt, wir seien Götter und die Sterblichen opferten ihr Blut, damit wir unsere übernatürlichen Kräfte voll entfalten können. Und tief im neuen Inneren musste ich ihm recht geben. Diese Träume der Sterblichen waren Bitten, Bitten um unsere Macht. Ich habe das überdacht, während der dekadente alte Thor über seine Vergangenheit gefaselt hat. Prahlte mit seinem Sieg über den Sarafan Malek und seiner Rache am Kreis der Neuen, da diese den heiligen Krieg der Sarafan gegen uns unterstützten. Malek! Malek! Ruf deine Hunde! Hier wartet ein Leichenschmaus auf sie! Nach dem Töten von 6 Schafen habe ich ihren armseligen Hirten besiegt, Malek. Seitdem hat unser einst das Vieh nur noch als Nahrung gebraucht. Ich schlage vor, du tust das Gleiche. Die Einmischung in die Angelegenheiten der Menschen ist nicht gut für uns. Die Hexenjagden der Sarafan sind für uns zu mühselig. Hast du verstanden, Kain? Gut, nimm diesen Ring. Wann immer du Hilfe brauchst, kannst du mich damit rufen.
trotz deiner jugendlichen Arroganz amüsierst du mich, Kai. Ich möchte dich nicht an den Abgrund verlieren. Nun, geh schon! Ja, Entschuldigung. Ich war jetzt die ganze Zeit schweigsam und konnte auch gar nicht wirklich mitverfolgen, was da jetzt lief. Ich bin nur zu dem Zeitpunkt gekommen, wo wieder das Video begonnen hat, beziehungsweise wo Vorador, wo gerade den einen Hüter das Blut abgesaugt hat, oder dem Zirkeltypen, oder das Blut abgesaugt hat. Mein Besuch bei Vorador hatte mich in meinem Entschluss bestärkt. Seine Macht konnte von Sterblichen nicht herausgefordert werden, weshalb er einem anderen Gegner zum Opfer gefallen sein musste. Dekadenz hat schon viele große Krieger den Kopf gekostet. Und, ich werde mir das Video selber nochmal beim Zusammenschneiden, Bearbeiten und Rendern, werde ich mir das selber nochmal ansehen. Weil ich will gern mitbekommen, was da gesprochen wurde zwischen Kain und Vorador. Aber ich finde seltsam, das müsste eigentlich zu Defienszeit sein. Und sprich, dass Vorador jetzt in der Krypta dann verschwindet. Oder in die Krypta verschwindet. Oh, super, Blut. Nein! Blut her. So, das reicht erstmal. Ach, hör auf! Hör auf! Eine Friedhofskrypta. Da ist eine Rune. Was ist denn das jetzt? Eine Magie, die ich schon habe, okay. Ja, das Problem ist halt, ich habe halt nichts mehr mitbekommen, weil irgendjemand natürlich im Hintergrund geklingelt hat und bla bla bla, ja, ob er sich verklingelt hat, habe ich gesagt, nein, aber jemand da und so. Deswegen nehme ich ja auch auf. Hä? Schon wieder was zum Speichern? Wow, nein. Aber es finde ich seltsam. Hä? Ach, jetzt ist da verschlossen. Okay, dann muss ich also dort lang. Aber das verstehe auch einer, wer will. Jetzt bin ich hier. Boah, Mann. So, einmal hier. Ach, da ist noch ein Geist. So. Ich hab wieder volle Magie, ich hab wieder volles Blut. Aber da oben will ich noch ran. Nein. Boah. Aber ich glaube, das kann ich vergessen. Weil ich da irgendwie da und dort und so hinlaufen muss und dann noch so hin. Jetzt komme ich wieder zur Eingangshalle, wollte ich sagen. Gut, erstmal speichern. Ich habe ja jetzt eine neue Magie noch bekommen. Das würde mich gern interessieren. Kommt dann Vorador mir zur Hilfe, oder? So. Ja, speichern. Die
Sonne scheint, okay. Dann mal hier raus. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauslanden kommen. Hä? Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch so brutal vertraut vor. Hier ist auf alle Fälle eine Stadt. Erstmal die Äxte raus. Ich muss den Baum fällen. Und vor allem was... Oh. Und so verließ ich diesen Ort. Nun wusste ich genau, was für ein Monster aus mir werden würde, wenn ich mich meinem Fluch einfach hingeben würde und hatte einen Verbündeten für die Zukunft. Gut, gehe ich erstmal nach links. Aha! So. Leuchtfeuer. Okay. Eine Triade schließt sich auf dem Dach der Welt zusammen, Kain. Eine Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft steht bevor. Im Norden musst du Rache suchen. Norden? Okay. Ich brauch die Karte. Die Äxte. Oder war das hier die Karte? Boah, das... Ja. Gut, ich bin da. Ich muss nach Norden. Ich muss nach Dark Eden. Aber das ist ja auch mal voll die Verarsche. Wir haben ja da unten links angefangen, bei den Zollen von Nosgoth. Dort von... dann Richtung Säulen, dann hoch, dann links Richtung Notraptors Retreat, dann dort hoch, dann Richtung Maliks Bastion, dann irgendwie Orakel von Nosgoth, dann hier so runter, dann hier Vorador's Mansion, dann sind wir jetzt hier bei der kleinen Stadt, dann da den kleinen Weg hoch Richtung Dark Eden und dann geht's wahrscheinlich in Land der Nemesis, dann zu Elsidir der Puppenmacher und dann Willendorf City und dann zur Avernus Kathedrale oder wie verstehe ich das? Wölfe. Hey, nicht mit mir, Freunde der Nacht. Wow! Wow! Deswegen. Hä? Und scheiße war's. So. Ich hätte die Steine 100 pro anders verschieben müssen. 100 pro. So, überall mal reingehen. Warum greifen die Frauen immer mich an? Oder warum ausgerechnet immer die Frauen? Die anderen lasse ich mal am Leben. Nur für alle Notfälle. Jetzt doch noch der. Dann halt so. Magie nachfüllen. Oh.